Das Wort erhält nun der Kollege Stefan Kühn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nächste Woche beginnt in Paris der UN-Klimagipfel. Die Klimakrise ist die größte globale Herausforderung dieser Zeit. Klimaschutz geht uns alle an, so auch den Bundesverkehrsminister. Deshalb habe ich mich gestern Abend mal mit meinem Smartphone auf der Website des Bundesverkehrsministeriums über aktuelle Initiativen des Hauses in Sachen Klimaschutz im Verkehr informieren wollen. Wenn man allerdings in die Suchfunktion Klimaschutz eingibt, taucht als erstes ein Bericht über ein Symposium aus dem Jahr 2012 auf. Anschließend die Teilnahme von Peter Ramsauer bei der Berliner Klimaschutzkonferenz aus dem Jahr 2011. Allein die Internetpräsenz des Ministeriums dokumentiert eindrucksvoll das Versagen, das klimapolitische Versagen des Verkehrsministers Dobrindt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 20% der energiebedingten Treibhausemissionen fallen auf den Verkehr zurück. Die Energiewende ist schlichtweg ohne den Verkehrssektor nicht machbar. Der fossile Energieverbrauch muss sinken, ebenso der CO2-Ausstoß. Der jüngste Monitoringbericht der Bundesregierung zur Energiewende verdeutlicht aber leider das Gegenteil. So wird darin das Erreichen der Verbrauchsminderung um 10% bis zum Jahr 2020 als besonders problematisch angesehen. Das heißt dort, um dieses Ziel noch zu erreichen, müsste der Energieverbrauch jedes Jahr um 2% gemindert werden. In den Jahren 2005 bis 2014 gab es sogar eine leichte Steigerung. Das heißt, der Verkehrssektor ist schlichtweg das klimapolitische Sorgenkind. Und wie reagiert der Bundesminister darauf? Er hat keinen Plan, er hat keine Strategie, wie der Verkehrssektor zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen kann. Ihm fehlt schlichtweg ein Kompass für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Anstatt die umweltfreundliche Bahn attraktiver zu machen, steigen die Kosten für den Güterverkehr auf der Schiene, während gleichzeitig die Lkw-Mautsätze sinken. Von den zusätzlichen Milliarden für den Aus- und Neubau kriegt die Schiene fast gar nichts. Das Geld wandert fast ausschließlich in die Straße. Und durch die fehlenden Planungsvorläufe können die Mittel zudem auch nicht verbaut werden. Die überzogenen bürokratischen Hürden hemmen die Förderung des kombinierten Verkehrs und der Gleisanschlussförderung. Und dann werden noch von den Regierungsfraktionen die Mittel für die Förderung der Infrastruktur der nicht bundeseigenen Bahn gekürzt. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist ein verkehrspolitisches Armutszeugnis. Mit dieser Verkehrspolitik wird Deutschland seine Klimaschutzziele nicht erreichen. Und die Förderung der Elektromobilität bleibt schlicht und ergreifend ein Lippenbekenntnis. Sie könnte dazu beitragen, die Luftqualität in den Städten deutlich zu verbessern und auch den Verkehrslärm zu mindern. Aber die Wirkung des Elektromobilitätsgesetzes verpufft, wie nicht anders zu erwarten. Kaum jemand will neue E-Kennzeichen, die Kommunen wollen die Busspuren nicht für Elektroautos freigeben, etc. Notwendig wäre der Aufbau, neben dem Aufbau der Ladeinfrastruktur, die Förderung von Kommunen, wenn sie innerstädtische Logistikkonzepte auf Elektrofahrzeuge umstellen, eine öffentliche Beschaffungsinitiative, die Förderung von Carsharing und vor allen Dingen ein zeitlich befristetes Marktanreizprogramm für Elektroautos. Die Kanzlerin hat auf der Internationalen Automobilausstellung im September in Frankfurt eine Entscheidung über Förderinstrumente für Elektroautos bis zum Jahresende mit folgenden Worten angekündigt. Zitat: Die Vorstellungen der Bundesregierung gehen auseinander, aber das beste die Vorstellungen in der Bundesregierung gehen auseinander, was das beste Instrument ist. Aber wir werden noch dieses Jahr entscheiden. In diesem Haushalt finden Sie aber weniger eine Kaufprämie noch eine Sonderabschreibung für Elektroautos. Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität. Da müsste die Regierung schon handeln, aber es bleibt schlicht und ergreifend bei Ankündigungen. Apropos Ankündigungen, Herr Dobrindt, erinnern Sie sich noch an folgende Aussage? Zitat: Am 1. Januar 2016 wird die Pkw-Maut scharf gestellt. Nicht lange ist es her, aber es ist schon Schnee von gestern. Und im Haushalt tun Sie so, als hätte es das EU-Vertragsverletzungsverfahren nie gegeben. Da werden 11 Milliarden Euro für hochdotierte Personalstellen und etc. eingestellt. Geld für eine verkehrspolitische Fata Morgana. Das ist rausgeschmissenes Geld für ein Projekt einer Regionalpartei. Das ist Steuerverschwendung und gehört aus dem Haushalt entfernt.
Herr Kollege, Sie denken an die Zeit, ne? Ich stelle zusammenfassend fest, auf die Herausforderung der Klimakrise hat dieser Bundesverkehrsminister in seinem Ressort keine Antworten. Herr Dobrindt, Sie sind schlicht und ergreifend den Anforderungen dieser Zeit nicht gewachsen. Für die